Das heißt, ein völlig unbekanntes Rezept für alle, das haargenau nachgebacken werden muss. Am Ende gibt es von Seiten der Jury ein Ranking. Wer schnappt sich die Pole Position? Technische Prüfung ist natürlich technische Prüfung. Da müssen wir wirklich unser Können beweisen. Ich freue mich, wenn ich wirklich den Dreh raus habe von Anfang an und da frei und komplett kochen kann, backen kann. Also ich bin natürlich etwas mehr aufgeregt jetzt vor der technischen Prüfung, weil ich halt keine Ahnung habe, was kommt. Welche Backtechnik müssen die Promis anwenden? Das Rezept bei der technischen Prüfung ist immer eine Überraschung. Allerdings dürft ihr schon mal raten, um was es sich denn handeln könnte. Das Rezept bleibt umgedreht liegen, aber die Zutaten, die dürft ihr jetzt schon aufdecken. Ein Teig. Zimtschnecken. Zitrone, Butter, Zimt, Zucker und Mehl. Ich freue mich, dass ich die Zutaten schon mal gesehen habe. Im Augenblick tappe ich ehrlicherweise noch ein bisschen im Dunkeln. Können wir noch in den Kühlschrank gucken? Ja, da ist noch mehr drin. Hefe, Milch, Butter. Hefe. Hefe. Das ist nämlich die Überraschung. Ich frage mich, warum der Kaffeefilter? Das verstehe ich überhaupt nicht. Das macht mich nervös. Ich bin ja aus dem Norden. Und ich fürchte, es ist ein Franzbrötchen. Es gibt immer einen Grund, auch bei Hamburger Schiedwetter rauszugehen zum Bäcker. Und den Grund findet ihr auf dem Rezept. Dreht es bitte jetzt um. Franzbrötchen. Franzbrötchen. Noch nie gehört. Lecker. Noch nie gehört. Ich bin nicht so der Brötchen-Fan. Ich esse gerne Brot. Was ist ein Franzbrötchen? Gibt es hier eine Abbildung? Nee. Was ist im Butter anwirken? Dann ist doch anwirken, ist doch reinkneten, oder? Oh. Mein Gehirn kommt langsam. Wir müssen den Butterziegel selber machen. Habe ich noch nie gemacht. Anschließend alle restlichen Zutaten zum Vorteig geben. Aber welche restlichen? Warte, welche Vorteig? Ich wünsche mir, dass ich und die Küche jetzt langsam Freunde werden. Hast du gehört, Schatz? Ohne dich bin ich nichts, ich brauche dich. Jetzt lass mich nicht hängen. Ja, die Jury wünscht sich Franzbrötchen und ich muss sagen, ich liebe sie auch. Gerne auch gefüllt. Wir möchten hier die einfache, leckere Variante mit Zimt. Christian, warum so hanseatisch? Es ist mein absolutes Lieblingsgebäck und nicht umsonst steht es in meinem neuen Backbuch. Ich werde ganz besonders auf die Teigführung achten. Der Plunderteig braucht unbedingt die Ruhe. In dieser ersten Prüfung erwarten wir von euch 3 identische, gleich große und leckere Franzbrötchen. Ihr habt für diese Aufgabe nur 2 Stunden Zeit und, das sage ich auch noch dazu, ihr habt alle Zutaten nur einmal. Es gibt keinen Ersatz. Es sollte euch also nichts schief gehen. Wir sind gleich unter uns, denn die Jury hat jetzt 2 Stunden Pause. Wir drücken euch die Daumen. Danke. Ich hoffe, ihr seid bereit für diese Aufgabe. Auf die Plätzchen. Fertig. Back. Los geht's mit dem Butterziegel. Dafür braucht man 25 Gramm Mehl. 25. 150 Gramm Mehl. 250 Gramm Mehl. 25 Gramm. Was mache ich damit? Ich habe keine Ahnung. Klärt das bitte mit der verschobenen Nullstelle. Sven, wie viel Mehl hast du da rein? 250 Gramm. 25, nicht 250. Mach das Mehl wieder zurück, sonst fehlt dir das später. 25. Ich dachte, ein Franzbrötchen bedeutet jede Menge Handarbeit. Die kühle Butter mit Mehl anwirken, glatt arbeiten. Anschließend zu einer rechteckigen Platte ausrollen und in Folie einschlagen, in den Kühlschrank legen. Genau. Hadi hat in Aufgabe 1 einen gelungenen Blitzblätterteig gemacht. Funktioniert auch ein Blitzplunderteig mit geschnittener Butter und Mehl? Oder rächt sich diese Abkürzung? Das sieht noch nicht so aus, wie das sein soll. Dann macht halt das, was im Rezept steht. Ist das eklig. Seit dem 19. Jahrhundert arbeiten Bäcker am perfekten Franzbrötchen. Unsere Promis haben dafür keine 2 Stunden mehr. Natalia, ja? Wie groß hast du den Block gemacht? Einfach wie mein Auge, weil der wurde weicher und weicher und weicher. So, hau das Ding rein. Okay. Zeit läuft. Gut. Ich mag Natalia. Sie ist sehr nett und hilfsbereit. Ist die Platte im Kühlschrank, geht's an den Teig. Das klassische Franzbrötchen wird aus dem Plunderteig hergestellt, also einem Hefeteig, der mit Butter eingezogen wird.
perfekte Franzbrötchen ist etwas dunkler als goldgelb gebacken, relativ flach und ich sehe diese typische Schneckenform links und rechts neben dieser Einkerbung. Mir läuft bei dem Gedanken, dass ich gleich wirklich eine ganze Menge Franzbrötchen essen darf, schon das Wasser im Mund zusammen. Jetzt muss ich gucken, was ich halt als nächstes machen muss, weil es darf nichts falsch sein. Okay, Natalia, ruhig, Brauner, ruhig. Mehl, Hefe. Zucker. Die Problematik ist, wenn man wirklich einmal was Falsches gemacht hat, dann ist es leider vorbei. 21 Gramm. Hier sind noch ein paar Krümel. Der Vorteig muss 10 Minuten ruhen. Die erste von einigen Ruhepausen. Jetzt habe ich hier schon mal einen Teig. Und der wird jetzt hier eingewickelt. Das ist kein fertiger Teig, sondern ein Vorteig. Also die Kugel ist kugelig und die lassen wir 10 Minuten ruhen. Und zwar nicht im Kühlschrank, sondern hier. Ja, hab ich ein bisschen verlesen. Nicht im Kühlschrank, einfach ruhen lassen. Auch Faisals Coach ist nicht von schlechten Eltern. Ja, Mann! Nice! Sehr gut. Faisal ist extrem motiviert und extrem begabt, hat ganz viel Talent und macht riesen viel Spaß. Also, Butter zum Einpinseln von der Form. Bla, bla, bla. Da darf gleich kein Metall mehr durchscheinen. Also richtig draufballern, ja? Für mich ist der Fokus wirklich zu verstehen, so was mache ich da überhaupt, so, warum mache ich das? Jetzt wirklich? Zeig mal. Zeig einmal den Move. Alter, Kampfgeist? Das ist ein Tier. Ja, sehr gut. Ich finde, der Spaß steht im Vordergrund. Backen ist Spaß, Backen ist Liebe und genau das ist auch meine Einstellung. Machst du es so? Darf es nicht reißen. Was? Also der kann wirklich ganz weit kommen, wenn ich sogar das Ding gewinne. Egal wie weit ich komme, ich bin auf jeden Fall der King in meinem Freundeskreis, weil ich in Zukunft, glaube ich, der erste 1,90 große tätowierte Afghane sein werde, der mit einer Torte um die Ecke kommt und dann sagt, ja, hab ich selbst gemacht. Der Vorteig wird weiter verarbeitet. Pass auf mit deinen Fingern. Ja. Mach jetzt mal den Zitronenantrieb hier rein. Dazu kommt eine Prise Salz. Vanille. Und weiche Butter. 42 Gramm. Weiche Butter! Ich hab ich fast vergessen, meine Butter! Boah, ich zittere richtig, ey, Alter, ey. Mit Mengenangaben haben es manche Promis nicht so. 250 Gramm Mehl heißt nicht, alles, was noch da ist. Willst du noch was zurücklöffeln, Evelyn? Nein? Nein. Okay, Geduld. Geduld. 3 Minuten langsam kneten. Dann noch mal 5 schnell. Teilst du auch was bei dir? Ja. Die Pausen sollte man nutzen. Oh, geil. Sehr cool. Sieht bei dir der Teig schon aus? Ich bin jetzt schon beim schnellen Kneten, wow, weißt du? Na, Sarah hatte gerade schon die Idee, einen Zwischengang zu machen, was mega clever ist. Nämlich schon mal Zimt und Zucker zu vermengen, weil da muss sie da nachher nicht drüber nachdenken. Guck mal, der löst sich schön. Oh ja. Mit dem tue ich jetzt hier in die Folie geben, den Teig. Und dann geht der jetzt in den Kühlschrank und zwar für genau 15 Minuten. Boah, das darf ich nicht machen. Nicht einmal mehr 1,5 Stunden. So. Ich habe 250 Gramm Butter. Die muss ich jetzt klären oder so? Und zwar nicht mit den Fäusten. So. Langsam erwärmen, also aufstellen und am besten nicht drin rumrühren, weil das muss ich trennen. Ich dachte echt, das wäre leicht, aber ist ein bisschen verbrannt, ne? Kann das sein? Ich glaube, ich kann jetzt mal auf 0 drücken. Aber ich glaube, so ein knuspriger Geschmack kann ja eigentlich nicht schaden. Einfach als Nussbutter verkaufen. Aber wie klärt man Butter richtig? Der Kaffeefilter bei der geklärten Butter ist ganz wichtig, weil die geklärte Butter, die sich einerseits unten absetzt, auf dem Boden des Topfes, aber auch oben schwimmt, die muss getrennt werden von der reinen Butter und deswegen der Kaffeefilter.
geklärte Butter ist deutlich nussiger und intensiver vom Geschmack als normale Butter. Klar, ich habe quasi die reine Butterfettessenz da drin. Butterfettessenz. Ein schönes Wort. Also bei mir geht's extrem langsam. Hardys selbst kreierter Blitzbutterziegel wäre dann soweit. Sieht zwar nicht so aus wie gewünscht, aber die Jury schaut ja erst aufs Endprodukt. Ich schaue gar nicht auf die anderen. Improvisation ist das halbe Leben, sieht es auch nicht schön aus, aber das Resultat, hoffe ich, stimmt dann. Die einfache Tour funktioniert so. Den Teig um die Butterplatte falten und ausrollen. Jetzt wird die Butter in den Teig eingelegt. Und zwar genau so. Ich finde das schwer. Warum? Weil der Teig muss die Butter komplett umschließen, damit die Butter dann nicht irgendwo rausläuft. Das sollte man auch nicht so viel drücken, sondern eher nur rollen, damit die Butter bleibt, wo sie ist. Blätter- und Plunderteig war ganz offensichtlich bei allen Teil des Coachings. Die Blätterung beim Franzbrötchen entsteht durch das Touren. Also ich lege die Butter rein, klappe das Ganze zusammen und dann wird da immer wieder gefaltet. Es gibt Ruhezeiten und dadurch, dass diese einzelnen Schichten entstehen, soll beim Backen die Butter, die Hefe hochtreiben. Und dadurch entsteht tatsächlich die Lockerung des Teigs. Ich glaube, wenn du das vorher noch nie gemacht hast, dann hast du da sicherlich die größte Gefahr, sag ich mal, einen Fehler einzuarbeiten. Käffchen oder Bütterchen? So ganz genau erkennt man bei Evelyn den Unterschied nicht. Oh mein Gott, wie dumm. In meiner Hektik habe ich das gekühlte Stück Butter auf den warmen Herd gestellt. Es ist ja ein bisschen geschmilzt. Es heißt Ach, egal. Nicht auch noch ablenken. Bis jetzt ist noch keine Butter rausgeflogen. Also ich bin guter Dinge. Ups, doch, es ist doch rausgeflogen. Das ist wirklich. Immer wenn ich mich selbst lobe. Ach, okay. Das sieht falsch aus. Butter, ne? Darf nicht raus. Die darf oder? Nicht rauskommen. Versuch die mal jetzt hier wegzuputzen und drück's mal ein bisschen an, damit die nicht mehr rauskommt. Und dann leg's kalt, damit die Butter hart wird. Ah, okay, okay. Nach den Touren braucht der Teig dringend Pausen, damit er nicht zu sehr strapaziert wird. 5 bis 10 Minuten. Für mich ist die Hölle, ich kann nichts tun. Ich muss warten, bis der Teig fertig ist. Und ich komme nicht vorwärts. Im Gegensatz zu Hardy. Warum ist dieser Mann so schnell? Er hat in jedem Fall das nicht dazwischen gemacht. Guck mal, hier steht nämlich, wenn beim Nachentouren dazwischen... Ja, immer wieder ruhen. 30, 45. Aber das hat er nicht gemacht. Ich glaube, er weiß genau, was er macht. Hardy würde nicht widersprechen. Das sieht gut aus. Aber erst beim Butterziegel schummeln, dann die Ruhezeiten abkürzen. Bei der technischen Prüfung ist sowas höchst riskant. Die anderen backen nach Vorschrift. So, ich habe den jetzt einmal gekühlt, meinen Teig. Ich roll den jetzt noch mal aus. Also ich glaube, dass mein Teig ein bisschen zu dünn geworden ist. Also das wird ein sehr filigranes Gebäck. So. Ich glaube, früher hat Sissi auch immer gerufen, Franz, Franz. Und sie meinte gar nicht den Kaiser, sondern das Brötchen. Ha? Ihr habt übrigens noch 60 Minuten. Ah, juhu. Die typische aufgesprungene Form der Franzbrötchen entsteht von Hand. Hardy, Hast du alles richtig gemacht, so wie Christian das geschrieben hat? Nee, nicht wirklich. Ich habe ein bisschen improvisiert. Nein, du, das schmeckt er. Ich hatte ein Problem mit der Butterplatte. Ich habe das so reingestrichen. Das heißt, du gehst den sanften Weg? Ich gehe den Zen-Weg. Ich mache das jetzt so, dass ich sie jetzt noch ein bisschen meditieren lasse. Okay. Sie müssen noch den Schweizer Spirit kriegen von mir. Ich habe jetzt hier die geklärte Butter
und werde jetzt den ganzen Teig damit einstreichen. Mit viel Liebe. Arbeitsschritte, die Hardy schon längst erledigt hat. Er drückt seine Teiglinge bereits ein. Ich glaube, alles mache ich gar nicht drüber. Viel hilft viel vielleicht. Die Teiglinge müssen ruhen. Ruhen! Manche lesen nicht und hören noch weniger. Andere machen, was sie sollen. Andere nicht. Bleibst du, wo du bist. Schwäbische Franzbrötchen. Mal was Neues. Liebe Promis, ich hoffe, ihr verfranzt euch nicht. Oh, wie denn, Lu? Was denn, Lu? Ihr habt noch 30 Minuten. 30? Und davon wie viel backen wir? 15. Oh, Halleluja. Hölle. Ja. Ich hole jetzt meinen Teig raus. Hardy ist schon so gut wie fertig. Klein, aber fein. Also, sie hätten noch ein bisschen mehr hinten aufgehen können. Meine sind Petit France. Weißt du? Evelyn könnte jetzt auch eine hardische Abkürzung gebrauchen. Es müssen ja eigentlich nur 3 richtige Stücke sein. Da muss ich das doch gar nicht so groß ausrollen. Naja, oder? Wir brauchen schon ein bisschen groß, weil wir müssen noch einrollen. So, jetzt nimm mal weg die Folie. Nimm die Butter und einen Pinsel und streich ein. Nimm das hier in die Hand. Nimm es in die Hand. So. Warst ein toller Coach, oder? Nee. Vergisst alle Coach. Los, komm. Das machst du alles jetzt rüber. Richtig großzügig. Machen alles rein, dass wenigstens süß ist. So. Jetzt versuchst du, so dumm wie möglich aufzuräumen. Los geht's. So ist super. Richtig schön drehen. Das machst du richtig cool. Super, super, super. So. Und jetzt backen, oder? Backen jetzt. Erst in die richtige Form bringen. So, ich habe jetzt hier die Röllchen geschnitten und drücke jetzt mit dem Kochlöffel in der Mitte einfach ganz nach unten. Und dann fächern die sich so auf. Und dann lege ich sie aufs Backblech. Vor den Teiglingen kommen Eiswürfel in den Ofen, die Schwaden ziehen sollen. Sarah kann mit Druck gut umgehen. Ja, du bist aber auch eine Queen. Na ja, jetzt mal schauen. Hast du deine schön flach gedrückt? Das hat er wohl überhört und überlesen. Ich mach meins jetzt drin. Mittlere Stufe. Nach 15 Minuten sollen die Franzbrötchen goldgelb sein. Das ist spektakulär. Mit der Handfläche vorsichtig flach pressen. Vorsichtig. 3 wunderschöne, gleichmäßige Franzbrötchen sind gefragt. Und wessen Gebäcke bekommen etwas weniger Zeit im Ofen? Na? Richtig. Ihr Lieben, wisst ihr was? Es duftet hier wie Hamburg am Morgen. Also jetzt nicht auf St. Pauli, sondern eher so Blankenese beim Bäcker. Ihr habt übrigens noch 10 Minuten. Die brauchen länger als 10 Minuten. 3 Stück von euch müssen ganz toll werden. Eigentlich müssen die noch hier ein bisschen liegen, aber das werde ich jetzt nicht schaffen. Vielleicht sind die diesmal ein bisschen schneller, dass sie nur 10 Minuten brauchen. Tja. Oh ja, die sehen sehr lecker aus. Und bei jedem ein kleines bisschen anders. Dafür, dass ich nicht wusste, wie die aussehen sollen, finde ich sie ganz hübsch. Bei Hardy reißt es eventuell noch die Deko raus. Ihr Lieben, ihr habt nur noch 2 Minuten. Ja, super. Das kann wirklich nicht sein. Nee, das ist viel zu früh. Oh mein Gott. Was ist denn hier passiert? Deswegen hat es auch die ganze Zeit so gestunken. Das war ich dann wohl mit dem Filter. Ich habe den Herd ausgeschaltet, aber es lag noch drauf. Aber Hauptsache, die Franzbrötchen sind im Backofen. Mit hanseatischer Pünktlichkeit wird dieser Backvorgang gleich beendet sein. 10. 9. 8. Ah, aua. 7. 6. 5. Hilfe. 4. 3. 2. Wie ein Tee, ne? 1. Und stopp. Hände weg vom Gebäck. Ah!
Das ist hier noch gar nicht durch. Bei mir auch nicht. Tschakka. Ich finde es eigentlich im Ganzen total schön. Es sind besondere Franzbrötchen. Und ich habe dazu sogar noch ein Herztopping. Hier duftet's wirklich köstlich. Bringt euren Teller nach vorne und stellt ihn hinter euer Foto. Ich hoffe mir absolute Begeisterung, dass es so ein richtiges Geschmackserlebnis ist. Naja, die von Sarah, die Franzbrötchen, sind halt alle drei gleich. Und meine haben sich doch dazu entschieden, individuelle Formen von Wachstum und auch Form anzunehmen. Es liegt etwas drauf. Vielleicht eine andere Art von Franzbrötchen, aber es ist ja auch schön, dass Profis diese Franzbrötchen von mir sehen und sagen, hey, das ist doch mal was anderes. Vielleicht machen wir das jetzt auch mal so. Solange Evelyn da ist, mache ich mir eh keine Sorgen.